Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir hier mal die ganzen Hochhäuser zugelassen. Was sich hoffentlich nach einer Zeit gut entwickelt. Weil wir sehen es ja hier, sind es schon alles riesige Gebäude und die wachsen, wie ich das Gefühl habe, auch teilweise weiter im Bau. Wir sehen aber immer wieder hier die Stauprobleme und die entwickeln sich irgendwie schon wieder dahin, wo ich sie nicht hinhaben will. Oder ist das hier? Das ist hier jetzt. Und wir haben auch immer noch gleich Müllprobleme und alles drum und dran. Deswegen, ich sagen würde, tun wir erstmal hier noch die Müllproduktionsmenge erhöhen. Immerhin haben wir dafür extra das Gebiet gebaut. Da sollen tonnenweise Müllsachen verbrannt werden können. Und jetzt können... Vor allem, wir verdienen ja eh Schweine viel Kohle, von da ist es ja relativ wurscht, wo geht das ganze Geld hin? Okay, warum, was haben die für ein Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Für was habe ich denn den scheiß Wissenspark gebaut? Okay, wir haben hier Studenten, 1000 drauf. Oberschüler haben wir insgesamt 6000. Kann man hier irgendwo eine Info sehen? Über Schulsystem würde mich interessieren. Wo ist das Schulsystem? Schulsystem. Geländehöhe ist uninteressant. Bildung hier. Oberschule. Berechtigt sind 7000. Wir haben eine Kapazität von 6600. Grundschulen fast dasselbe Problem. Universitäten sind wir über dem Limit. Bibliotheken werden Mittel ausgenutzt. Bedeutet, wir bräuchten eigentlich nochmal hier zum Beispiel. Wollen wir denn hier nochmal die U-Bahn-Anbindungen? Das ist jetzt die Sache, wo wir ein bisschen drauf achten müssen. Denke ich einmal, weil dort, wo die U-Bahn-Anbindungen sind, zum Beispiel hier kann man noch ein paar Bildungssachen hinstellen. Wie hier zum Beispiel das für die Oberschüler. Oberschüler berechtigt. Weil die werden dann sicherlich auch das U-Bahn-Angebot nutzen. Weil natürlich, wir sind eine sehr moderne Stadt. Und sind gerade im Minus gelandet. Wie geht das? Also irgendwie ist unser Geldeinnahme-Ausgabesystem interessant. Bildung wollte ich gucken. Als nächstes ist ja dann die große Universität. Da können... Studenten rein, da kommen für bildende Kunst, ja, aber ich will eigentlich nur nichts für Studenten, sondern ich hätte gern was, wo ich... Was ist denn für Oberschüler gedacht? Ist das für Oberschüler gedacht? Wir tun mal das Institut für bildende Kunst hier hin. Für Oberschüler. Kann 800 aufnehmen insgesamt. Wie viel kann das andere Teil aufnehmen? 1000. Dann stellen wir noch eins von dem hin. Das ist das Falsche. Von dem hier. Die laufen alle hier in, ja, nur für 41 Benutzer, aber hier laufen die Leute rum wie Bekloppte. What the fuck? Oha. Hier stehen schon die neuesten Hightech-Gebäude mittlerweile teilweise. What the fuck geht jetzt ab? Die Stadt expandiert immer weiter. Ob wir uns einen Zoo... Wir bauen einen Zoo. Die Frage ist, wo bauen wir den Zoo hin? Also hier verseuchen wir das Wasser. Dann würde ich hier den Zoo... Oder nee, wir haben... Nee, da verseuchen wir den Zoo, das Wasser. Dann tun wir nämlich... Ach du Scheiße, das staut sich schon wieder, oder wie? Weil die Leute abbiegen wollen. Oh... Kann ich da nicht noch irgendwie sowas regeln? Also geregelt ist das ja. Aber dann tue ich zum Beispiel hier sagen, dass die nur jeweils auf einer Spur bleiben dürfen. Somit müssen dann die auf der einen Spur abbiegen und müssen sich weiter vorne einfädeln. Dass der Buffer vielleicht größer ist.
und dann sagen. Nee, das geht auch nicht, weil die können dazwischen nicht mehr wechseln, oder? Das ist jetzt scheiße. Obwohl, hier stehen. Fahren die Autos oder stehen die? Wie angegossen GmbH. Und hier steht. Nicht nur ein bisschen was. Ach du Himmel. Und das dauert immer länger. Bedeutet, wir bräuchten eigentlich mal eine andere Autobahnanbindung auch. Und am schlauesten wäre das, wenn die hier ist. Bedeutet. Wir lassen das hier herfließen und gehen dann hier auf die Autobahn ran. Oder wir lassen die Autobahn zusammenschmelzen und hier an. Andocken. Bedeutet, das ist eine dreispurige Autobahn insgesamt, ne? Ne, zweispurig. Bedeutet, wir brauchen nur so eine Doppelstraße. Die wir dementsprechend ansetzen. Ich setze diesmal noch bis hier vorne an. Damit wir ungefähr wissen, wie das Ganze gebaut werden muss. Zack. Hä? Wie ist das denn jetzt? Hier? Okay, das ist jetzt komisch. Okay, das, hä? Ah, warte mal, ist das nicht das da? Zack, zack, so, jetzt haben wir's. Okay. Und dann von hier, da reißen wir noch ein Stück ab. Vielleicht ein bisschen langes Stück, aber okay. Eine zweispurige Straße. Oh, Glückwunsch, kolossale Stadt. Ozeanisch-thermische Konversionsanlage? Hä? Ich kann kein Lateinisch. So, okay. Dann stellen wir hier noch die Rechte ein. So, so. Oder beziehungsweise, kann man das gerade ausnehmen? Machen wir lieber so und tun das gerade weg. Hä? Und du düst so, okay. Dann sollte rein theoretisch, wir können jetzt mal die Straße hier ein bisschen anpassen. Die Straße hier nach drüben ziehen. Und dann ziehen wir jetzt auch nochmal gerade. Dann ist das hier die Teilung sozusagen. Genau. Dann können die rein theoretisch jetzt hier über die Autobahn auch drauf fahren. Aber was mich jetzt interessiert, was ist dieses komische thermische Gedöns hier? Eine ozeanisch-thermische Konversionsanlage. Dieses Kraftwerk erzeugt mittels der Temperaturschwankungen im Wasser Elektrizität. 480 Megawatt erzeugt eine. Also wenn wir jetzt drei von den Türmen, wenn das nicht mehr ausreicht, tun wir so eine platzieren. Das reicht ja jahrelang. Was ist das denn Extremes? So, und jetzt sollte unsere Autobahnauffahrt hier auch genutzt werden. Hm. Die muss sich bloß mal wieder entspannen. Das ist ja mit der Auffahrt hier echt nicht so... Kann ich das? Ich probiere jetzt mal, ob das so schlau ist, ist die Frage. Autobahn dreispurig mit Schalldämmung natürlich. Wir sind ja keine Unmenschen. Wir erweitern mal die Autobahn bis nach da vorne.
Und sagen dann wiederum, dass die nach da drüben. Ich schau mal, ob die wirklich bei einem geht. Perfekt, geht. So. Bedeutet, dann teilt sich das so auf und man kann hoffentlich schaffen, die sich das irgendwie jetzt aufzuteilen. Und irgendwie schafft nichts mal wieder so, dass die Linien nicht wieder so bleiben, wie sie sein sollen. Das ist ja richtig assi. Und ich hätte gerne das davor. Vor allem nicht hinter der Ausfahrt, die Spuren so stark gewechselt werden. So. Dann nehmen wir die nächste und sagen, hier dürfen sie halt so wechseln. Der mittlere in alle Richtungen und der hier so. Zack. Und dann teilt sich das hier auf und hier geht es dann wieder auf die Autobahn drauf. Dann machen wir das hier so jetzt, dass hier kurzzeitig vierspurig ist. Dann hier kurz dreispurig, dann wird es wieder zweispurig. Das ergibt mehr Sinn. So. Und ihr bleibt trotzdem in dem Moment auf euren Spuren da drüben. Da wird noch nicht getanzt. So. Und natürlich tanzen sie trotzdem weiter, die Autos. Oh. Kann ich nicht irgendwie einfach so sagen, jo, macht mal. Geht es nicht bei dem Mod, dass ich sage, hey, ihr dürft nicht wechseln, die Spuren auf der Brücke. Es wäre zu schön, zum Wahr zu sein irgendwie. Was bringt es ihnen eh nichts? Sie wechseln dann hier unten halt. Jetzt stehen sie hier, weil der da wechselt. Oh. Hört auf zu wechseln, wenn ihr auf der Brücke seid. Nein, da wechselt ihr jetzt sicherlich auch nicht. So. Und somit löst sich jetzt dieser Stau auf. Und hier, was machen die da? Ja, die wechseln halt wieder von A nach B rum. Aber was tun wir denen jetzt hier aber auch mal verbieten? Bedeutet, du bleibst auf deiner Spur. Du bleibst auf deiner Spur, so. Dann löst sich das Problem jetzt hoffentlich auch auf und wir haben einigermaßen Ruhe. So. Haben wir noch einen Stau? Ja, wir haben immer noch Stau. Warum haben wir jetzt hier Stau? Ach, den wollte ich gleich einen Stadtanschluss bauen, ne? Da war was. Die sollten anstatt hier dann rumzufahren einen Stadtanschluss kriegen. Dann kriegen die jetzt noch schnell den Stadtanschluss mit einer Allee. Ich würde die hier drüben langziehen. So. Und würde die Auffahrt schließen. So. Dann ist nur noch die Abfahrt dann möglich. Und dann bauen wir aus dem Stück Autobahn hier wieder eine zweispurige. Weil ist ja... Gibt es ja auch eine mit Schalldämmung? Ah ja. Cool. Und dann müssen wir denen natürlich noch erklären. Hey Leute. Macht keinen Unterschied, wo ihr fahrt. Fahrt geradeaus. So. Danach können sie ja, wenn sie im Flow sind, können sie ja wieder gerne wechseln, wohin sie wollen. Aber nicht bitte bei der Abfahrt. Weil ich sehe da immer noch einen ewig langen Stau. Mann. Und wenn der nicht kürzer wird, haben wir echt ein Problem. Warum stauen die sich denn hier? Kann man hier wieder so Kreuzungssystem anwenden? Oder haben wir da wieder ein Tempolimit? Ja, dann tun wir mal hier das Tempolimit runter. Guck mal. Tempolimit weg. Das tun wir euch auch mal hier weg und dann schauen wir mal, wie schnell das jetzt läuft. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob immer noch ein Tempolimit. Warum? Die bremsen sich immer aus. Wieso? Was mache ich falsch? Menno.
So, so und so. Bringt sich das was? Nutzen wollen nicht echt eine zweispurige Abfahrt. Ich sag's und der Gedanke kommt mir in dem Moment, dass das vielleicht keine doofe Idee wäre, eine zweispurige Abfahrt zu bauen in dem Moment. Wir nehmen wieder... Warte, wir nehmen die mit Schalldämmung diesmal. Dann machen wir daraus erstmal eine vierspurige Autobahn. Wir brauchen jetzt natürlich auch wieder ganz viele neue Regeln. Weil die natürlich jetzt wieder wechseln wäre. So. Aber jetzt schießt natürlich das ganze Zeug hier drüber über die Autobahn. Und dann würde ich aber auch nicht die Autobahn davor direkt... Das ist eine sechsspurige. Heiliger Bimbam. So. Brauchen große Autobahnen, also von daher ist es ja, dann tun wir das da hier runter reduzieren. Was reicht hier schon wieder? Warum reicht das nicht? Oh. Staut sich aktuell wieder alles. Hupsi. Ich verstehe bloß teilweise nicht, warum die sich schauen. Aber Leute, da schauen wir in der nächsten Folge weiter, warum jetzt schon wieder ein Stau entstanden ist. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!